Hallo, meine Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Heute geht es mal um ein kleines Statement von mir für euch. Und ja, wir haben bald Jadekong durch. Es werden jetzt pro Tag ein Video hochgeladen oder halt zwei, je nachdem wie ich lustig bin. Und das heißt, dass wir es bald durchhaben werden. Deswegen habe ich auch schon einige Pläne für die Zukunft. Ich habe es mir zwar, also zumindest war die der Plan, dass wir das bei Heiler Welten des Red Seeds Poor Fight durchzogen, aber es kam leider nicht dazu, denn wir waren irgendwie zu beschäftigt, anderen Blödsinn zu machen. Und deswegen weiß ich nicht, möchtet ihr, dass ich das alleine Let's Play? Also Red Seeds Poor Fight, weil dann müsste ich mich, ja, ich würde es dann alleine Let's Playen, wenn ihr nichts dagegen habt. Wenn doch, dann sagt mir Bescheid, ist mir egal, denn denn ich musste mich für euch, also dieses Spiel ist komplett Englisch, nur dass man halt, wenn die englischen Sprecher was sagen, Untertitel sind, und zwar japanische. Wahrscheinlich muss ich die dann auch noch übersetzen. Also ich muss den Untertitel übersetzen, also was, das, was sie sagen, das muss ich einfach bloß übersetzen. Wenn ihr das halt so möchtet. Ich kann es natürlich auch ungeschnitten lassen, dann weiß ich nicht, ob ihr das dann alle versteht. So, dann. Ja, und die, also die ganzen Beschreibungen, zum Beispiel, man kann ja mit dem Charakter rumgehen und sich irgendwelche Items angucken, wie zum Beispiel ein Fernseher oder so. Und dann steht es halt auf Japanisch da und nicht auf Englisch oder auf Deutsch. Wie gesagt, das ist die japanische Version, deswegen ist das so. Und weil ich auch keine Xbox habe. So, aber was jetzt noch viel wichtiger ist, ich habe natürlich noch ein anderes Let's Play vor, wo das Spiel jetzt auch bestellt ist, in den nächsten Tagen ankommen müsste. Und ich möchte dieses Mal mit euch spielen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, welche Figur ihr spielen möchtet. Es gibt verschiedene Figuren. Man kann bis zu 10 Charaktere haben. Ich werde zwar, ja, sagen wir mal so, wir holen uns 10 Abonnenten ran ungefähr, also so viele, die sich melden. Und also man kann selbst entscheiden, wie viele man einsetzen möchte, aber 10 ist das Maximum eigentlich. Deswegen müssen wir dann mal wechseln, wenn es halt mehr als 10 Abonnenten sind. Also freut euch auf dieses Let's Play, es wird kommen. Ich habe es mir fest vorgenommen, weil ich diese Spielereihe liebe, wegen dem Witz und so weiter. Deswegen werde ich es jetzt beenden, auch wenn es einige nicht interessiert so richtig, aber ich hatte es halt vor und viel Spaß mit diesem schönen Trailer, der eigentlich erst ab Minute 1 ungefähr anfängt, so richtig schön zu werden. So, viel Spaß, wünscht euch Kummer und bis gleich. Nippon Ichi Software presents. A promise kept within. An irreplaceable friend. An unforgotten memory. A trial to overcome. An unfading dream. An unbroken tie. A binding destiny. An epic tale of heroes which involves the entire universe. What was that? Too serious for some of you, ladies and gentlemen? Ha! Don't worry! We're talking about the most badass strategy RPG, Disgaea 4, A Promise Unforgotten, for crying out loud! Manifesto Declaration Number 1, Disgaea promises to deliver mega damage and ultra-high stats. Level 9,999, 100 million damage, no problem! No problem!
take a dump on the face of common sense. This is Disgaea 4. Manifesto Declaration Number 2. Disgaea promises to deliver outrageous gameplay. Attention, please! The lift and throw system takes advantage of the 3D world! See an obstacle? Lift all you want! Throw all you want! And eliminate all you want! You can even do this! Or this! Anything! Anything is possible! The insurrectionist of the game industry! That's Disgaea 4! Manifesto Declaration Number 3! Disgaea promises to make your manliest fantasy come true! Monsters transform into weapons, and two monsters unite to become one gigantic monster! And then, the gigantic monster transforms into a weapon! The completion of an ultra-super-transforming unification! It's unreal, yet it's totally real! Disgaea stands for Manly Fancy! That's Disgaea 4! Manifesto Declaration Number 4! Disgaea promises to let you develop your own clean and prosperous nation. That's good news to all you aspiring world dominators. Experience what it takes to manage your netherworld empire and prepare your future world domination plans. Expand your territory by taking down any enemy that comes in your way. Recruit underlings to manage the lands you seize. For the world and its people, that's Disgaea 4! Manifesto Declaration Number 5. Disgaea promises to deliver the world's most cost-efficient performance. Limitless random dungeons. You can play however many times and hours you want. The strategy RPG that's easy on your wallet. That's Disgaea 4! Manifesto Declaration Number 6. Disgaea promises to deliver a worry-free startup plan. Strategy RPG? Sounds complicated. Grinding! That sounds like too much work! Don't worry, my scared little sheep. The Disgaea series comes with very understandable tutorials for beginners. Just like this, the characters teach you from beginning to end, hand in hand, through casual interactions. Never tried a strategy RPG before? Never played the Disgaea series before? Please, give it a shot! One copy in every home! That's Disgaea 4! Manifesto Declaration Number 7! Disgaea promises to deliver boundless possibilities! Connect to the network to multiply the fun! Now featuring an editing system that allows you to create your very own pirate ship, yarr! Sea of the Netherworld is all yours! Use your precious characters to invade other players' worlds of Disgaea! Snatch one of your friend's characters and discipline them however you like. Oh, you so naughty! Here's important information for those of you who want more than just the standard maps. The map editing system is now available! A grind map? A puzzle map? Use various parts and objects to create your own original maps for different purposes. With one simple button command, you can open up your maps to everyone else in the country! Connect to the network and play on other players' maps. This also includes other services, such as an action history log and grading system. And also, you can use your original map for your base! A fun factor of 1 million on the network! That's Disgaea 4, the most badass strategy RPG! Disgaea 4, you are number one! Coming this September! Ja, das war der Trailer. Und falls ihr euch wundert, Disgaea 4 ist doch noch gar nicht in Europa raus. Stimmt,
denn ich habe es mir auch importieren lassen, aus Amerika, und deswegen wird es auch bald ankommen. Und das ist es eh Englisch, also auch hier in Deutschland dann Englisch. Deswegen dürfte es kein Problem sein. Und was haben wir an Charaktere? Warum ich euch mitspielen lasse? So. Und zwar habe ich hier die Klassen, die man halt erstellen kann. Und jetzt dürft ihr euch aussuchen, welche Klasse ihr denn spielen möchtet. Ihr seht dann auch halt hier, wie man die freischaltet, beziehungsweise wann sie denn freigeschaltet werden. Deswegen müsst ihr euch am besten am Anfang gedulden. Wenn ihr das halt seht, dass es noch nicht freigeschaltet werden kann am Anfang. Deswegen mal gucken. Und ja, entscheidet euch. Also wir haben die Auswahl zwischen einem männlichen Warrior, einem Ladyfighter. Also was der Unterschied zwischen Mann und Frau meistens ist, also hier, sind diese passiven Fähigkeiten, die sie haben. Also jeder Charakter hat eine passive Fähigkeit. Wie zum Beispiel, wenn mehrere Gegner in der Nähe sind, bekomme ich mehr Attacke, also mehr Damage kann ich machen als männlicher Krieger, und als weiblicher Krieger zum Beispiel bekomme ich mehr Defensive, oder ich bekomme mehr Ausweichen oder sowas. Also sind unterschiedliche passive Fähigkeiten. Ja. Oder halt auch das Aussehen. Dann haben wir einen männlichen, einen weiblichen Krieger. Dann haben wir einen männlichen und einen weiblichen Zauberer. Es gibt drei verschiedene Arten von Zauber. Einmal, wie ihr sehen könnt, Feuer, Eis und Wind. Was noch zu sagen ist zu den Klassen: Ab einer bestimmten Klasse entwickeln sie sich sozusagen weiter. Das heißt, sie bekommen eine andere Haarfarbe, also einen anderen Skin bekommen sie. Den sieht man hier leider nicht, aber meistens ist es besser. Also man hat bis zu vier Skins. Das heißt, die vierte und letzte Form ist am besten. Es hat auch was mit den Stats zu tun. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr dann später irgendwie ein bisschen anders ausseht. Dann haben wir einen weiblichen Bogenschützen, einen Heiler, also einen weiblichen Heiler, einen Gunner. Wo der Unterschied ist zwischen dem Bogenschützen, also dem weiblichen Bogenschützen und dem Gunner, ist, dass der Gunner eine Pistole hat und der Archer einen Bogen. Man kann aber natürlich auch selber entscheiden, welche Waffe man nimmt. Es sind aber mal so festgelegt, welche Waffen sie nehmen können. Zum Beispiel Bogenschütze kann, glaube ich, keine Axt nehmen. Also so jetzt als Beispiel. Dann haben wir noch einen magischen Ritter oder auch Runenritter genannt. Ja, das ist die klassische Krieger-Magie-Zwischending. Dann haben wir einen Dieb, einen weiblichen Dieb ist das immer, einen Ninja, einen Beastmaster. Ein Beastmaster ist eigentlich ganz cool, wenn wir sehr viele Biester haben. Ja, ihr könnt natürlich auch ein Beast spielen, je nachdem, was ihr möchtet. Das zeige ich euch gleich. Dann bekommen wir einen Armor Knight, einen Rüstungsritter, der meistens der Tank ist, der sehr viel aushält. Und was ihr gesehen habt, diese Pyramide, also das, na, nicht Pyramide, das, was halt, wo sie halt alle auf ihren Köpfen, bzw. auf ihren Schultern standen, dieser ganz große Turm. Also man kann diesen auch werfen. Und ja, er kann am weitesten werfen. Dann haben wir einen maskierten Helden, der ein bisschen komisch aussieht, aber okay. Dann haben wir einen Professor. Das weiß ich nicht, was der Professor macht, aber ja, mal gucken, was hier. Also wir sehen hier Heiler Level 20 und Witch Doctor Level 20. Okay, das könnte irgendwie so eine Magierklasse so Richtung sein. Also so Richtung Heilung. Ja, mal schauen, ne, was es ist. Ein Samurai. Ja, ein klassischer Damage-Dealer, ein weiblicher Damage-Dealer anscheinend. Dann haben wir einen Witch-Doktor, mal gucken, was der ist. Ach, den gibt es auch im dritten Teil. Okay, dann werde ich ihn ja auch sehen. Mal gucken. Und dann haben wir einen Android. Okay, ein Android. Ja, der ist neu. Story Department heißt storyabhängig. Wahrscheinlich kann man hier irgendwie später irgendwie entscheiden, welche
Klassen man haben möchte, oder es kommt halt, dass man alle drei bekommt, weiß ich nicht. Also ein Dreieinduit. Das ist die weibliche Form, das ist die männliche Form. Und Bouncer ist sozusagen ja ein Vampir, so ähnlich. Und Yin-Yang-Techniken ist halt eine Nahkampfer-Frau, die sich halt auf die Religion bezieht. Mal gucken, was so kommen wird mit ihr. Sieht zumindest interessant aus. Dann gehen wir nochmal zu den Monsterklassen. Natürlich könnte auch ein Monster sein, habe ich schon gesagt. Ein Pruny. Die sind meistens am lustigsten, weil sie sehr lustige Attacken haben. Aber ich muss sagen, eigentlich haben fast alle sehr lustige Attacken drauf. Dann eine Flora-Bestie. Dann haben wir eine Succubus, einen Nikomata. Das sind so Katzenfrauen sozusagen. Okay. Dann haben wir einen Iringia, einen Pilz, also den hier. Dann ein Sabercat, sieht aus wie ein Kind in einem Katzenkostüm. Die oberste hier, diese Nikomata, die sieht wenigstens aus wie eine Katze, so halbwegs ein bisschen. Wenn er halt auf Brüste steht, dann nimmt er Nikomata. Dann haben wir einen Spirit, einen Caster sozusagen. Der hat zumindest die passive Fähigkeit, dass er pro Runde meistens immer ein bisschen Mana dazu kriegt. Deswegen ist er eigentlich ganz gut gewesen. Ach, den gibt es auch im dritten Teil. Den habe ich noch nicht freigeschaltet, glaube ich. Doch, den habe ich, glaube ich, schon freigeschaltet. Also, was ich jetzt gerade sage, ich spiele gerade zur Zeit auch den dritten Teil. Deswegen weiß ich auch, was da alles passieren wird. Dann haben wir einen Holzgolem. Das sind so Nahkämpfer. Dann haben wir einen Shinigami. Den habe ich auch noch nicht im dritten Teil. Deswegen, der sieht aus wie ein, wie halt, ein, also er hat eine Sense. Ja, es steht auch hier Death God, Todesgott. Dann haben wir einen Slimy. Die sind eigentlich auch ganz lustig mit coolen, lustigen Attacken. Also, so, stellt euch einfach Slimer vor mit so einer Knochenmaske. Dann haben wir einfach so einen Vivid-Demon. Dann haben wir einen Dragon-Zombie. Eine mystische Bestie. Einen Ork. Dann haben wir einen Dragon, einen normalen Dragon, komischerweise. Dann haben wir einen Gargoyle. Oh, den gab's nur im ersten Teil. Den ersten Teil habe ich auch gespielt. Ganz kurz nur ein bisschen. Dann haben wir einen Mottenmann und einen Zombie. So, das habt ihr euch jetzt selbst zuzuschreiben. Welche, ich kann euch nochmal die Main Characters zeigen. Da haben wir einmal Fabertose. Dann haben wir einmal Fenri, ich gehe mal ganz Fuuka, Emizero, Akutare, Disco, Vulcano, Bonus and or Sub-Characters, Flown, die gab es auch in den vorherigen Teilen, die ist eigentlich sehr lustig, mal gucken, ob ich die mitnehme dann, also kaufe. Dann haben wir Lahal. Den kennt man auch aus dem allerersten Teil. Das ist eigentlich der Hauptcharakter. Es gibt ja auch ein Anime, deswegen ist da der Laa und die Edna sind eigentlich da die Hauptcharaktere. Dann haben wir noch Raspberry. Die gibt's im dritten Teil. Und Asaki, die gab's, glaube ich, im... keine Ahnung. So, dann könnt ihr euch nun entscheiden, damit wir das Video zu Ende kriegen. Was ihr denn gerne möchtet, ich scroll mal ganz langsam ein bisschen, versucht zumindest langsam runter zu scrollen. Damit ihr halt entscheiden könnt, welche Klasse ihr spielen möchtet. Wie gesagt, das Let's Play wird kommen. Denn es wird mich sehr selten solche Discalia-Reihen von deutschen Let's Playern gemacht. Weiß ich nicht, ob das irgendwie unbeliebt ist in Deutschland oder auch nicht. Aber ich mag es halt, dieses Spiel. Deswegen werde ich es halt hochladen, denn wir stehen mit unserem Namen bei YouTube-Kanal, dass wir seltene Spiele spielen. Also naja gut, nicht immer, aber häufig, dass wir Spiele spielen, die häufig gespielt werden. Die nicht häufig gespielt werden. So rum. So, dann hoffe ich, es hat euch wenigstens Spaß gemacht. Oh Gott. Dass es euch Spaß gemacht hat, den Trailer anzugucken. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Let's Play Jadekukong 2.
Und was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendein schönes Video zum Abschluss? Ja, wir haben noch ein Opening. Gucken wir uns das nochmal ganz kurz an. In HD. Was aber anscheinend nicht HD ist. Muss aber sagen, der Trailer wird am besten hervorgestochen sein, das hier. Ich mag die Musik. Ja, ist aber auch neu, dass es nur zum ersten Mal um Vampire geht. Und ihr habt gesehen, der eine kann sich in so einen etwas Wolf-Typen verwandeln und die scheint irgendwie Queenie zu ärgern. Ach, wer ist die? Ach, wer ist die Pinkhaarige? Die sieht eigentlich ganz gut aus. Ob man die auch spielen kann? Bestimmt. Und da sieht man nochmal die Klassen. Wahrscheinlich ein Gegner. Was mir gerade auffällt, im vierten Teil gibt es gar keine Geomonster. Die fand ich aber auch ganz schön unnötig. Oh. Also ich freue mich auf die Story. Ich hoffe, das ist ein bisschen lustig und ja, mal gucken, wie es so wirkt. Also wenn es die hier ganz rechts war, dann wird man die als Kämpferin haben wahrscheinlich. Achso, genau. Ja, dann. Nein, ich will den nicht nochmal starten. Und ja, ich freue mich auf dieses Let's. Was ist das hier noch? Können wir mal gucken hier. Ah, okay, das ist die Flohne. Und da hat man es halt noch ein bisschen gesehen hier, wie es halt aufgebaut ist. Da ist nochmal diese Nekomata. Ja. Wir sehen uns dann im. Wartet mal, was ist denn das hier? Achso, das gucke ich mal gleich an. Wir sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play Yara Kong und wir sind raus.